Monika und Eberhard Wedde sieht man auf den ersten Blick nicht an, dass seit 2,5 Jahren nichts mehr so ist wie früher. Damals wurde bei Eberhard Wedde Demenz festgestellt. Es hat angefangen, indem er 2-mal Fahrerflucht gemacht hat. Der Schaden war so groß, dass die Versicherung gesagt hat, 6.500 Euro Sachschaden und Fahrerflucht, die schmeißt uns raus. Und mein Mann hat überhaupt keine Emotionen dazu gehabt und so ist es aufgefallen. Eberhard Wedde leidet unter einer frontotemporalen Demenz. Sie beeinflusst sein Sozialverhalten, macht ihn teilnahmslos und wortkarg. Die Familie traf das Schicksal unvorbereitet. Zu begreifen, dass man einen kranken Mann hat, das ist für mich das größte Problem. Weil ich habe immer noch den Mann im Kopf, so wie er war. Er war immer für uns der Fels in der Brandung und das ist jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt zu Hause ein kleines Kind, auf das du aufpassen musst. Du musst gucken, was macht er, was tut er, läuft er weg. Der Alltag ist sehr belastend. Donnerstagvormittag, 10 Uhr. Eberhard Wedde sitzt auf seinem Stammplatz im Malteser Tagestreff. Seit 9 Monaten ist er regelmäßig hier. Gemeinsam mit Menschen, die sich ebenfalls in der Frühphase einer Demenz befinden. Heute muss die Gruppe eine wichtige Aufgabe erledigen. Gabriele Benninger leitet den Tagestreff und unterstützt sie dabei. Wir brauchen noch 4 Menüs. Gibt's Vorschläge? Hat jemand gerade was, wo er sagt, Mensch, das haben wir schon lange nicht mehr gekocht? Ich habe schon gesagt, was wir essen. Und? Was habt ihr gesagt? Spätzle und Soße. Spätzle und Soße, also vegetarisch. Der Sinn hier von unserem Malteser Tagestreff ist, die Demenz ein Stück weit zu entschleunigen, den Verlauf zu entschleunigen. Alle haben ihre Ressourcen und natürlich gibt es Defizite, aber die Fähigkeiten sind hier im Vordergrund und werden unterstützt und gefördert. Es ist der erste Tagestreff in Baden-Württemberg, speziell für Menschen mit einer beginnenden Demenz. Als Pflegefall gelten sie meist nicht, brauchen aber trotzdem Betreuung. Eine schwierige Situation. Wenn er 100-mal das Gleiche macht und 100-mal vor mir steht und ich muss arbeiten, dann kriege ich manchmal eine Wut und dann kriegt er von mir eben meine Aggression zu hören und zu spüren. Und das hat er natürlich hier nicht. Die Aggression kriegt er nur von mir. Weil natürlich irgendwann bist du so ausgepowert, dass du einfach nicht mehr kannst. Falsches Verhalten und Ungeduld gibt es im Tagestreff nicht. Jeder gestaltet den Tag in seinem Tempo, auch wenn der gemeinsame Spaziergang für manche ein wenig zackiger gehen könnte. Wenn ein Angehöriger dement wird, ist es ratsam, schnell Unterstützung und Beratung zu suchen. Leider wird oft erst Hilfe gesucht, wenn die Demenz schon etwas weiter fortgeschritten ist, wenn es zu Hause eben schwierig wird, wenn die Angehörigen schon an ihrer Grenze sind. Und früher Hilfe zu suchen, könnte also die Zeit auch wesentlich verlängern und die Angehörigen müssten nicht so schnell an ihre Grenzen kommen. Während mittags in der Küche fleißig gearbeitet wird, nimmt Eberhard Wedde an einem Wörterspiel teil. Was brennt? Ja, wenn man das Licht anmacht, dann brennt die Birne. Nach einigen Monaten im Tagestreff fallen seiner Frau überraschende Veränderungen an ihm auf. Er war vorher in so einer Lethargieschiene, er hat gar nichts gemacht, er ist nur da gesessen und hat vor sich hin sinniert. Und jetzt auf einmal hat er wieder Lust, Dinge zu unternehmen oder ja, rauszugehen oder auch zu reden. Das ist das, was jetzt kommt. Also das fällt mir jetzt ganz deutlich auf, dass er wieder redet. Die Natur wieder erwacht. Gell? Monika und Eberhard Wedde haben einen Weg gefunden, mit der beginnenden Demenz umzugehen. Sie sind sich sicher. Wir werden die letzte Strecke miteinander auch noch schaffen, gell? Bis nicht mehr geht. Yeah.